Hallo liebe Freunde, hier ist euer Alf. Ich bin heute etwas später dran, das hat auch einen Grund. Erstens habe ich die Nacht durchgemacht. Ich war wieder mal eine kleine Hangout-Bitch. Tut mir echt leid, also ja. Musste sein, war schön, alles gut. Und jetzt, passt auf, ich zeige euch mal. Also passt auf. Das ist mein altes Kennzeichen, ja. Also mit Saison, ja, wie man unschwer erkennen kann. Und jetzt erzähle ich euch eine geile Geschichte. Jetzt passt mal auf. Das ist das neue Kennzeichen, ja? Ja, und wie hängt denn das zusammen? Ich erkläre es euch. Also, da kommen wir wieder zum Thema, das Gute im Schlechten. Hm? Meine Bude ist ja abgesoffen, habt ihr ja mitgekriegt. Vorgestern war der nette junge Herr von der Allianzversicherung da. Ja, ich muss sie jetzt mal extra lobend erwähnen. Die Herren bei der Allianz, bitte, meine Kontonummer habt ihr, könnt ihr gleich noch was überweisen. Also jedenfalls hat der nette junge Mann von der Allianz, war bei mir gewesen, hat sich den Schaden angeguckt. Also ich sage jetzt mal so, der war relativ minimal. Und ich bin, ich persönlich bin der Überzeugung, ich bin wirklich großzügig entschädigt worden. Ja, großzügig für meine Verhältnisse. Ja, es gab jetzt keine tausende Euros, aber ja, jedenfalls, es gab gutes Geld. Und jetzt haltet euch fest. Das Geld war innerhalb von einem Tag drauf. Der war vorgestern da und gestern Nachmittag war das Geld auf dem Konto. Und was hat der Alf als erstes gemacht mit dem Geld? Ja, also nicht alles, ist ja noch was über. Ich erzähle euch keinen Scheiß. Ich bin heute Morgen zum Ordnungsamt gefahren, habe mein Saisonkennzeichen hingegeben, habe gesagt, hier, bitte einmal ummelden fürs ganze Jahr, weil ich habe ja jetzt das Geld für das nächste halbe Jahr hier, Steuern, Versicherung, bla bla, nochmal, keine Ahnung. Also mit allem drum und dran, mit Ummelden und 14 Vorsteinen, 150 Euro plus, also dazu, ja. Und ich habe es hingekriegt und meine Therapeutin läuft jetzt wieder, ja. Also klar, die paar Tage im Winter, wo du wirklich nicht fahren kannst, hier Schnee, Eis, Regen, weiß ich was, bleibt sie natürlich stehen. Ich bin nicht lebensmüde, irre und wahnsinnig. Aber einfach nur, es ist so geil. Ich freue, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue, dass meine Therapeutin wieder an meiner Seite ist. Und dass mich das... Ja, natürlich hat es Geld gekostet, aber effektiv kein Geld, wo ich mich hart dafür krummlegen musste, sondern es ist geschenktes Geld und ey, da will ich einfach nicht meckern. Also, die Therapeutin ist wieder an meiner Seite. Was soll mir also noch passieren im Leben? Nichts, gar nichts kann mir mehr passieren. Mein Baby ist wieder bei mir und fährt mit mir jeden Tag. Es ist einfach mal übelst geil. Ich freue mich wie ein kleiner Schneekönig. Und jetzt habe ich sogar noch einen kleinen Seitenhieb, ja. Tut mir leid, ich kann mir das jetzt einfach nicht verkneifen, weil es so geil ist. Es gibt da so Leute, die sind so schadenfroh. Ich denke da jetzt an einen ganz speziellen Typen, der dann hier noch irgendein dummes Video gemacht hat, hier von wegen hier Spendenstream oder nicht oder was. Alter, leck mich einfach. Und das Geile ist, ja, also dieser Mensch, der nicht mal einen Führerschein hat und ich glaube, sich gerade so ein Mofa zusammengespart hat, dieser. Und nehmt es mir nicht übel, ich bin sonst nicht so, ihr kennt mich, ja. Ich mache über niemanden Witzchen und lustig. Aber ich muss jetzt einfach auslassen. Dieser Tortenheber, ja, dieser Schmalspurganove, der an Leuten übelst auf den Sack geht und nur Häme und Spott für andere hat, den verspotte ich jetzt mal. Ich muss das einfach tun, es tut mir leid, es sei mir nachgesehen, ja. Dieser Tortenheber, der keinen Führerschein hat, noch nie einen gehabt hat, ja. Und wahrscheinlich nicht mal in der Lage ist, überhaupt so ein Kraftrad zu führen. Denn dazu muss man ein richtiger Mann sein mit Hoden aus Chrom. Ja, wisst ihr, was ich meine, Richard? Ja. Dieser Typ hat sich gefreut, dass das Karma ist ein Bitch, hat er gesagt. Und dass das Karma so schnell liefert, hätte er nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Karma so schnell liefert. Und vor allem, dass die Versicherungskohle so schnell kommt. Also von daher... Ich finde es einfach nur übelst geil, ja. Und da kommt wieder meine Theorie vom Guten im Schlechten, ja. Und ich finde es übelst genial. Ich freue mich wie ein kleiner Schneekönig. Meine Therapeutin ist wieder angemeldet. Sie ist vollgetankt. Ist sogar wie Power drin, 102 Oktan, weil das ja eigentlich zum Überwintern war. Habe ich dann nochmal richtig schön vollgetankt mit bestem Benzin. Ja, brauchst du es nicht. Einfach nur, ey, wirklich... Kommt vielleicht bei euch unvollständig rüber oder als hätte ich einen kleinen Dachschaden. Ich freue mich wie ein Schneekönig, dass mein Baby wieder da ist. Also ich war ja nie weg, aber ich hätte nicht mehr damit fahren können. Und ihr guckt euch diesen traurigen Überrest an, ja, dieses armselige Hartz IV Saisonkennzeichen. Ja, also keine Witz über Hartz IV Empfänger. Ich krieg selber Hartz IV, aber einfach nur so ein ganzes Jahr, versteht ihr, als ein Richard der Rocker. Braucht natürlich sein Kraftrad auch im Winter und so. Ich hoffe, ihr versteht die Ironie. Ich finde es übelst geil. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Ja, und genau, Karma ist ein Bitch. Und ich finde es übelst cool, wie es gelaufen ist.
Ich grinse gerade wirklich, ich muss die ganze Zeit übelst grinsen, ist übelst geil. Ja, ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen für mich mit. Mir geht's gut, alles stressfrei und ich muss dann irgendwie mal schlafen gehen irgendwann, weil ich bin total übernächtigt und so, ja. Noch einen kleinen Salat machen und dann geht's ab in die Koje, ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen übelst geilen Start ins Wochenende. Macht's euch muckelig, denkt dran, manana, manana, kein Stress, ja. Also wollen ja die Herzinfarkt- und Schlaganfalldichte nicht unnötig erhöhen, ja. Also take it easy, bisschen Bob Marley hören, bisschen Jimi Hendrix. Ey, das war's, ich quatsch nur Dünnes. Nehmt mich einfach nicht ernst. Ich freue mich einfach nur, ja. Wisst ihr, was ich meine? Ich wünsche euch was, seid lieb gedrückt, Gas ist rechts, ciao, das war's, euer Alf, macht's gut, tschüss.